Warum gibst du 60 Euro dafür aus, dass du 60 Euro PSN-Guthaben hast? Geh einfach auf ineba.com. Schau dir an, welche PSN-Karte du haben willst. Schau dir an, welches Spiel du haben möchtest. Für eine 50 Euro PSN-Karte zahlst du über 12 Euro weniger mit dem Code Chappy. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ihr habt euren Teil der Abmachung sozusagen eingehalten. Ich habe gesagt, wenn ihr bis 18 Uhr heute 200 Likes auf dem letzten Video von gestern schafft, dann werde ich euch heute vorstellen, wie die ganzen Pro-Gamer, die in den Warzone-Turnieren spielen, seit mehreren Tagen und Wochen eigentlich sich die Lobbys so zurechtlegen, dass sie 30, 40, 50 Kills locker machen können. Ihr habt eure Abmachung sozusagen, die wir gemacht haben, ihr habt ja gar nicht zugestimmt, ihr habt sie trotzdem eingehalten. Fast 1000 Likes auf dem Video, Leute. Deshalb heute gern wieder ein Like aufs Video. Ich werde euch heute genau erklären, um was es da geht, woher das eigentlich kommt und wie das funktioniert, so dass auch jeder einzelne von euch ab heute, sobald er das Video gesehen hat, ziemlich entspannt Warzone spielen kann, ohne dass er Reverse boosten muss, ohne dass er mit irgendeinem Noob-Account online gehen muss oder. Alle Warzone-Turniere, so wie wir sie jetzt aus den USA kennen, wo Nick Merckx mitspielt, Vixstar, Swag, XBL, all die großen Content-Creator, die eben auch seit mehreren Monaten Warzone streamen, laufen ja nicht so ab, dass irgendwie die 100 Spieler in eine Warzone-Lobby kommen, gegeneinander antreten und wer zuerst übrig oder übrig bleibt, gewinnt. Meistens sind diese Turniere ja noch in einer Vorbereitungsform. Das heißt, ihr spielt privat von euch zu Hause ganz normal mit euren drei Jungs oder euren zwei Jungs oder im Duo oder Solo. Ihr nehmt 5, 6, 7, 8, 9, 10 Runden auf, sammelt aus diesen Runden die Punkte. Das wird an die Turnierleitung sozusagen weitergegeben und am Ende wird dann erstmal rausklabustert, wer hat wie viel Kills gemacht, wer hat wie viel Wins bei sich gemacht und. Und diese ganzen Leute machen, auch wenn sie ganz normal streamen, das werdet ihr vielleicht schon mal gesehen haben, immer wieder eine ganz komische Sache. Und zwar nach jeder Warzone-Lobby sind sie dann im Pre-Menü wieder, gehen dann in die Vorbereitungsphase, sozusagen da, wo dann steht, Spieler werden gesucht, 60, 70, 80 Spieler fehlen, und gucken dann immer so zur Seite oder gucken so ein bisschen auf ihr Handy. Das kann man sehr, sehr schön bei Spike XBL sehen, der das seit dem ersten Tag eigentlich komplett ausnutzt. Diese Leute suchen in der Sekunde, wo sie in der Vorbereitungsphase sind, bereits das fertige Game bzw. die perfekte Lobby für sich, um richtig Fun zu haben. Reverse Boosten funktioniert da ein bisschen anders. Ihr drückt im Multiplayer oder in Warzone eure KD mit Absicht runter, und zwar so weit runter aus den letzten 5, 6, 7 Spielen, dass ihr eben vom Matchmaking als Noob, als Beginner aufgegriffen werdet, und wenn ihr so aufgegriffen werdet, kommt ihr mit anderen Beginnern in diese Lobbys. Jetzt gab es einige, so wie Drifter und Exclusive Ace, die haben das mit einem NetDuma-Router probiert. Dieser NetDuma-Router ist ein Router, mit dem ihr verschiedene Sachen beim Gaming einstellen könnt. Zum Beispiel, zu welchen Servern möchte ich verbunden werden. Ihr könnt euch nach Amerika verbinden lassen, ihr könnt euch nach Europa, Frankreich, Deutschland verbinden lassen. Ihr könnt einstellen, wie hoch darf der Ping sein zu dem Call of Duty Activision Server. Ihr könnt einstellen, was für eine Latenz es insgesamt geben soll. Ihr könnt verschiedenste Dinge damit einstellen, und die beiden haben dann auch irgendwann mal getestet, ob man damit das Thema Skill-Based Matchmaking außer Kraft setzen kann. Und die Antwort kurz darauf: Nein, kann man nicht, Leute. Das heißt, ihr braucht euch keinen kaufen. Ihr habt die gleichen Durchschnitts-KDs und die gleichen durchschnittlichen Lobbys, wie ihr auch normalerweise hättet. Mit der einzigen Ausnahme, dass der Pool nicht mehr aus der Größe mit allen Pings gesucht wird, sondern nur aus der Größe mit dem Ping. Das heißt, ihr habt dann einen besseren Ping, aber nach wie vor die gleich guten Gegner. Trotzdem natürlich ein anderes Spielerlebnis, wenn man mit einem 20er Ping spielt, als wenn man mit einem 100er Ping spielt. Das ist ja eine dieser Kernseiten. Skill-Based Matchmaking teilt sich ja auf 5 verschiedene Aspekte auf. Eure SPM, das heißt eure Punkte pro Minute in den letzten 5 Runden. Eure KD in den letzten 5 bis 10 Runden. Euer Shop-Verhalten im Call of Duty Shop. Wie viel kauft ihr? Wann habt ihr was gekauft? Habt ihr irgendwas Spezielles, was andere Beginner sehen sollen? Dann werdet ihr, nachdem ihr etwas neu erworben habt im Shop, automatisch in eine schlechtere Lobby gebracht, sodass Beginner, die eher geneigt sind, Geld auszugeben, euch mit diesem neuen Equipment sehen, neuer Skin, neue Waffe, sonst was, und das möglicherweise auch kaufen.
Dann gibt es noch einen Punkt Retardation. Das bedeutet, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du nicht mehr weiterspielen wirst, wenn du jetzt eine schlimme Lobby hast? Bei vielen ist es so, wenn die in eine Cold War Lobby kommen, 2-3 Mal und das sind nicht so gute Lobbys und ihr geht wieder raus. Viele werden das schon mal beobachtet haben, beim 4., 5. Mal fängt es dann plötzlich an. Selbst wenn ihr in den Runden gar nicht gespielt habt, sondern nur reingekommen seid, habt aufs Scoreboard geguckt, geht wieder zurück, dass die Lobbys leichter werden. Call of Duty ist natürlich auch bei guten Spielern darum bemüht, dass die möglichst lange bei der Stange bleiben, möglichst lange spielen. Das heißt, euch wird sozusagen die Karotte vorgeworfen. Das Game sieht, ihr seid 2, 3, 4 Mal rausgegangen, habt keine Punkte gemacht. Manche nennen es Lobby-Surfen, in dem Fall funktioniert es halt tatsächlich. Dieser Punkt des Skill-Based Matchmaking sortiert euch dann in eine schlechtere Lobby ein. Das funktioniert 1-2 Runden, ihr habt ein bisschen Endorphine, ihr macht wieder ein paar Kills in den Runden danach, es macht mehr Spaß und das Ganze geht dann wieder runter. Absolut nervig für euch, ist aber eben bei Skill-Based Matchmaking einer dieser Aspekte. Wenn ihr euch jetzt aber gefragt habt, wie es diese ganzen Leute bei Warzone andauernd schaffen, diese persönlichen Rekorde zum Beispiel zu brechen. Es gibt den neuen Solo gegen Quad Rekord mit, ich glaube, 73 Kills. Ihr könnt gerne mal Solo gegen Quad mit eurer 1.5er KD ganz normal in eine Warzone Lobby gehen und ich möchte gerne von euch mal, könnt ihr gerne in die Kommentare dann schreiben, wie viele Kills ihr macht. Ich kann euch garantieren, ihr kommt nicht so weit, dass ihr 71 Kills alleine gegen 4-Mann-Teams macht. Und wenn man sich das anguckt, da bin ich früher immer davon ausgegangen, die sind reverse-boosted. Die boosten ihren Account absolut in die Tiefe, damit sie dann 1 gegen Quad spielen können und die Möglichkeit haben, da Rekorde zu brechen. Das Ganze funktioniert noch viel, viel einfacher. Und jetzt kommt es nämlich zu dem Punkt, der die meisten von euch interessieren wird. Es gibt seit mehreren Tagen bzw. mehreren Wochen eine App für Warzone, die könnt ihr nicht auf dem Handy starten, die müsst ihr auf dem PC starten. Das ist die Warzone Companion Overwolf App. Ich werde euch diese App, damit jeder von euch die für sich nutzen kann, ich habe lange überlegt, ob ich sie verlinken soll, ob ich sie nennen soll oder nicht, aber ich bin kein Freund davon, in so einem Fall zu sagen, vertraut mir schon, es passt so, sondern jeder sollte die ganz normal nutzen, weil sie sowieso von fast allen genutzt wird. Es ist die Overwolf ist so eine Art App-Company, die bieten das auch für League of Legends an und für andere Spiele. Da könnt ihr in euren Warzone-Lobbys euren Account ganz normal verbinden, wenn ihr dann zum Beispiel über Battle.net spielt oder so, oder ihr lasst sie einfach nebenbei laufen. Und während ihr in der Pre-Lobby seid, das Ding ist ja mit eurem Account dann ganz normal verknüpft, mit eurem Activision-Account zum Beispiel. Während ihr in der Pre-Game-Lobby seid, analysiert diese App, diese Warzone Companion-App, alle Statistiken aller 150 Spieler in eurer aktuellen Lobby. Und ihr könnt euch auf einen Blick anzeigen lassen, was ist die durchschnittliche KD in dieser Lobby, bevor ihr spielt. Wenn ihr zum Beispiel in der Pre-Game-Lobby seid, ihr könnt ja einfach wieder rausgehen, neu starten. Was ist die Durchschnitts-KD? Jeder einzelne Spieler wird mit seinen Stats angezeigt. Welche KD hat er, wie viele Spiele hat er, wie hoch ist die Headshot-Quote? Das zeigt euch in rot markiert Spieler an, die möglicherweise Cheater sind, weil einige der Stats so unnatürlich sind, dass es nicht passt. Bei vielen ist es so, dass da Headshot-Quote 100% zum Beispiel steht oder 90%. Das ist in der Regel nicht machbar. Das heißt, diese App analysiert die Statistiken, innerhalb von 5-6 Sekunden geht das, in der Pre-Game-Lobby und gibt euch eine komplette Übersicht darüber, wie gut ist die Lobby eigentlich, wie schlecht sind Einzelne, wie gut sind Einzelne, wie ist die Durchschnitts-KD, kann ich sie spielen oder nicht. In dem Fall ist das so, dass eine Durchschnitts-Warzone-Lobby mit eurer KD, sagen wir mal, ihr habt eine 1.3er, 1.4er KD, auch ungefähr mal 1.2, 1.3 sein wird. Das ist eine Lobby, wo es relativ viel Normale gibt, das heißt keine kompletten Timmys, die durch die Gegend laufen und nicht wissen, wo oben und unten ist. Es gibt ein paar etwas schlechtere in dieser Lobby und relativ viele etwas bessere. Das ist in der Masse schon eine Lobby, die man nicht unbedingt spielen möchte, zumindest nicht in jeder einzelnen Runde. Wenn ihr jetzt aber in dieser Lobby seid und euch gibt die Companion-App, die ihr dann runtergeladen habt, die Auskunft, Durchschnitts-KD liegt bei 0,6, 0,7, ja dann wollt ihr die natürlich auf jeden Fall spielen. Sie gibt euch auch Informationen über die Latenz und über den Ping in dem Game, immer abhängig natürlich von der Connection, die ihr habt. Das heißt, diese App wird von mehreren Tagen oder seit mehreren Tagen und mehreren Wochen von diesen großen Warzone-Streamern jedes Mal bei einer Lobby-Suche benutzt, weil sie auch für die Turniere und
das ist der größte Kritikpunkt, den es an der App gibt. Wenn man sich für diese Turniere qualifizieren möchte, muss man meistens eine gewisse Punktzahl in den Lobbys irgendwie vorweisen. Und die Leute starten einfach die Pre-Game-Phase, gucken sich in der App an, wie gut oder wie schlecht ist die Lobby und entscheiden dann, ob sie spielen oder nicht. Das hat mit fairem Wettbewerb bei Turnieren natürlich überhaupt nichts mehr zu suchen. Aber in dem Fall bei uns, wir reden nicht darüber, dass ihr bei den Turnieren starten wollt, sondern dass ihr mit euren Jungs und Mädels oder auch Solo einfach mal wieder entspannt Warzone spielen wollt. Ohne striktes Skill-Based Matchmaking und ohne, dass ihr nicht wisst, ob ihr wieder auf einen Hacker trefft. Und gerade dieses Thema mit dem Hacker, Activision und Treyarch und Infinity Ward haben es jetzt in über einem Jahr nicht hingekriegt, die zu bannen. Gerade da ist es ein großartiger Punkt, den ich jedem nur empfehlen kann. Wenn ihr von Anfang an in der Lobby seht, dass ihr 3, 4 oder 5 Hacker in der Lobby habt, mein erster Schritt wäre, Spiel verlassen, neues Spiel starten. Es gibt nichts Nervigeres, als unter die Top 5, Top 6 zu kommen. Und dann ruiniert euch ein Hacker mit seinem Aimbot und seinem Wallhack und seinen ganzen Möglichkeiten, die er hat, euer ganzes Game, wofür ihr zu dem Zeitpunkt schon 20 oder 30 Minuten hart gearbeitet habt. Auch bei den Runden, nicht nur, dass man rausgehen kann, sondern auch nach einer Runde zu sehen, wie war eigentlich die Durchschnitts-KD, ohne das per Hand rechnen zu müssen. Denn leider ist es seit 2-3 Jahren so, dass es nicht mehr normal ist, dass man in der Lobby auf einen Spieler einfach klicken kann und seine Stats sehen kann, also seine KD und. Früher war das so, früher konnte man sogar sehen, wie viel Nukes irgendeiner hat. Jetzt kann man mittlerweile gar nichts mehr sehen, außer den Namen und ob er auf der PlayStation, Xbox oder PC spielt. Ich werde bei meinen zukünftigen Warzone Games diese App auf jeden Fall nutzen, einfach nur, weil ich einfach ein bisschen Spaß haben möchte. Warzone kann sehr, sehr anstrengend sein, wenn ihr jedes Mal in die gleichen Lobbys kommt, mit den gleichen Schwitzern und 140 Stück davon rumlaufen. Natürlich ist das kein Aufruf für jeden Guten von euch, dass er sich jetzt nur noch Noob-Lobbys zusammensucht, damit er da irgendwelche Beginner zermashen kann, aber generell finde ich einfach, sollten viel mehr Leute über diese Möglichkeiten berichten, sodass Activision irgendwann überlegen muss, ob sie dieses ganze Thema so weiterziehen, denn durch das Reverse-Boosten und diese App und die ganzen großen Content-Creator, die das so ein bisschen heimlich versuchen, ein bisschen verbergen, aber es irgendwie doch deutlich ist, darauf hinauslaufen, dass Reverse-Boosten und diese Apps und diese Möglichkeiten die Beginnerspieler in COD eigentlich noch viel schneller vertreiben als alles andere, weil die ganzen Leute sich in die schlechten Lobbys rein katapultieren sozusagen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ich konnte mein Wort für euch so halten heute. Lasst gerne ein Like da, schreibt gerne einen Kommentar. Was haltet ihr von dieser App? Würdet ihr sie runterladen? Sie ist kostenlos. Oder seid ihr eher dafür, dass wenn Skill-Based Matchmaking halt da ist und ihr das Spiel gekauft habt, ihr das Spiel auch einfach ganz normal so spielt, wie es gedacht ist? Ich bin raus für heute. Haut rein.